Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Woche startet und ich habe das Thema heute mal überschrieben. Innerlich total bewegt. Oder was bewegt dich überhaupt noch innerlich? Wir stumpfen ja immer mehr ab, auch als Gesellschaft. In Lukas 10, Vers 33, da heißt es, aber ein Samariter, der auf Reisen war, kam zu ihm und als er ihn, den schwer Verwundeten, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Dieses innerlich Bewegtsein heißt innerlich zerrissen, bedeutet letztendlich, er fühlte, er merkte diesen Schmerz, den da dieser daliegende Mann oder Händler, der da übel verprügelt wurde und ausgeraubt wurde, er spürte das an sich selbst. Das haben wir vielleicht schon mal erlebt, wenn wir eine Situation sehen, jemand tut was Heißes anfassen oder man sieht eine Wunde und auf einmal hat man wie so einen Schauer, man bekommt Gänsehaut, einen wird ganz anders und so. Und das ist hier gemeint, als ob man selber auf einmal diesen Schmerz und diesen Schock spürt und erlebt. Ich habe eben gesagt, als Gesellschaft stumpfen wir immer wieder und immer weiter ab, nicht nur an der Nachrichtenflut und dass man dann irgendwie so die Dinge eben hinnimmt und dann sagt, naja, Hauptsache mir geht's gut. Und auch die Filme und Medien, die das ja irgendwie auch von Katastrophenfilmen und so, und das ist ein Teil der Unterhaltung geworden. Mit dem Fokus, ich will dankbar sein, dass es mir vielleicht ganz gut geht und dann wird das Gewissen beruhigt, dass man hier und da vielleicht auch spendet und so weiter. Aber Jesus geht hier sehr, sehr, sehr viel weiter. Die Frage war ja von den Schriftgelehrten, wer ist denn mein Nächster, den ich da lieben soll? Und Jesus bringt dann den Samariter ins Spiel, der sich richtig verhält an diesem, der da so verletzt daliegt und zeigt, dass die Frommen, nämlich der Priester und der Levit, dass sie da einfach so vorbeilaufen, wo man es hätte vermuten müssen. Und dieser aber ist innerlich bewegt. Was Jesus hier deutlich macht, schaut mal, den ihr so verachtet, dieser Samariter, die ihr ja damals in dieser Form nicht so geachtet habt und ganz im Gegenteil, die eigentlich verspottet worden und ausgegrenzt worden. Dieser, ausgerechnet dieser, ist innerlich bewegt. Was hier deutlich wird, weder deine Herkunft, noch dein Name, noch das, was du meinst zu scheinen, nach außen, deine Kleidung, dein Stand, dein Beruf, ne, all das letztendlich ist vor Gott nicht so interessant, sondern dein Herz. Wie ist dein Herz? Wie bist du innerlich zu bewegen letztendlich? Was lebt in dir an Barmherzigkeit, an Gnade, an Liebe? Und dieser Samariter, der macht sich auf und nicht nur, dass er innerlich bewegt ist und dann den Kopf schüttelt oder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh, wie schlimm, ach, wie tragisch, sondern er lässt sein Mitleid letztendlich Taten folgen und er versorgt diesen Mann. Aber nicht nur das, nein, er nimmt ihn mit, er ist bereit, Zeit, Geld und letztendlich Kraft, Verantwortung zu übernehmen. Er bringt ihn dann an ein Gasthaus und sagt sogar, ich komme wieder und ich werde nach ihm schauen. Nicht nur, ich bringe die Not jetzt mal hin, ich habe so meine Schuldigkeit getan, nein, ich werde nachschauen, ich werde wiederkommen und es wollte dann noch was nötig sein, ich werde das tun. Und Jesus sagt dann, fast etwas trocken, geht hin und macht es doch genauso. Geht doch hin und fragt ja dann auch, was meinst du jetzt? Wer hat nun seinem Nächsten da entsprechend gedient? Und natürlich ist es dann der Samariter. Für uns bedeutet das immer wieder auch die persönliche Frage an mein, an dein, an unser Herz. Was bewegt mich? Bin ich abgestumpft? Bin ich in dieser Form schon irgendwo, ja, in dieser Hinsicht, naja gut, und man tut so das Nötigste? Oder ist es wirklich so, dass wenn wir Menschen sehen, in unserer Nachbarschaft, Kollegen, Freunde, in Familie, aber eben auch außerhalb, dass wir uns bewegen lassen vom Heiligen Geist in unserem Herzen? Ich glaube, dies ist nicht der Aufruf, jetzt irgendwo, irgendwie gleich aktiv zu sein in dieser Form. Hauptsache, ich habe was gemacht. Nein, sondern es bedeutet, Herr, bring mein Herz immer wieder neu in diese Haltung, dass mein Herz bereit ist, erbarmungsvoll zu sein, wie du erbarmungsvoll bist. Ja, Jesus sagt einmal, ihr werdet immer Arme haben. Wir können nicht aller Not begegnen. Aber da, wo ich in meinem Leben über die Not stolper, da will ich nicht gleichgültig, hochmütig oder wie auch immer dran vorbeigehen, sondern ich will bereit sein, dass mein Herz erbarmungsvoll ist und dass ich letztendlich bereit bin, dann, wo Gott Werke vorbereitet hat, auch hinzugehen und Zeit und Kraft und Geld zu investieren, um der Not
zu begegnen, um zu lindern, um mich für andere stark zu machen und sogar zu bereit zu sein, die Extrameile zu gehen, nochmal hinzugehen, nachzufragen, damit letztendlich die Liebe Gottes sichtbar wird. Nicht nur in Worten, nicht nur in Mitleid, nein, auch ganz praktisch in Taten. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben und weitergeben dürfen, denn es ist wunderbar. Nicht nur für uns oder den anderen, sondern auch für die Gesellschaft letztendlich, wenn die Liebe Gottes in dieser Form sichtbar und ganz praktisch wird. Gott segne euch. Wir sehen uns dann morgen gerne wieder.